Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe, ja, Labby Mod 4 benutze ich gerade und da gibt es kein Optifine, deswegen ist das natürlich alles wunderbar. Wir spielen heute den Bingo-Modus auf dem Gommes-Server. Mit Slash Bingo sehen wir auch schon die ganze Sache. Wir brauchen immer eine Reihe und möglichst tut man sich das leichteste rauswählen, wie zum Beispiel, die ganz unten, die sieht machbar aus. Heißt, wir brauchen einen Kürbis, einen Grasblock, kriegen wir durch einen Enderman maybe. Dann Steinziegeltreppen, Eisenschwert und Sand brauchen wir. Derjenige, der zuerst alle 5 in einer Reihe zusammen hat, der gewinnt sozusagen das Spiel. Das Ganze ist ab der 1.18, glaube ich, verfügbar. Apropos, ich habe mich natürlich auch extra nur für euch eingekleidet, beziehungsweise neu eingekleidet. Ich habe jetzt hier einen Teddy auf meiner Schulter, einen Teddy am Rücken. Dann habe ich hier so Cookie Wings. Und dann habe ich hier noch wunderbare neue Bärenschuhe oder Teddybärenschuhe, je nachdem, wie man es nennen will. Passen auf jeden Fall sehr gut. Labby Coins habe ich ja zum Glück gespart. Hat mir ein bisschen Cash gespart. Man hat auch eine Diamantspitzhacke. Den Fall nie kaputt geben wollen. Ist da unten vielleicht schon Eisen? Das wäre, ich glaube, ich sehe da nichts. Aber was wir direkt machen können, ist zum Beispiel an den Strand gehen. Denn wir brauchen eine Sandsteintreppe, wenn ich das richtig sehe. Hier ist sogar schon Sandstein. Ich brauche nicht erst den Sand zusammen craften. Wie geil ist das denn? Man hat hier übrigens unendlich Leben. Also wenn ich sterbe, ich komme auch mit Slash Spawn wieder zurück. Perfekt, jetzt fehlen mir 2. So, und dann haben wir schon mal Sandsteintreppe. Fertig, können wir direkt weghauen. Ich bräuchte noch mal Stein. Und packen wir hier die Steinchen rein. Und dann haben wir auch schon die Steinziegeltreppe. Dann bräuchten wir ein Eisenschwert, Grasblock und einen geschnitzten Kürbis. Da ist Eisen. Wenn man Steinachse macht, hier mehr Schaden. Ein Eisen, das ist... perfekt. Ich habe ein paar Kürbisse gefunden. Und weil ich ein guter Verlierer bin, nehme ich auch alle Kürbisse mit, dass nicht noch ein anderer die findet. 26 Stück, holy moly. Da ist eine Tropfsteinhülle, sehr gut. Ich brauche nämlich noch Eisen. Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Ich sehe kein Eisen. Was ist das denn für eine Scheißhöhle? Hier gibt es ja außerdem ein paar Assis überhaupt nichts. Was ein Tropfen Elend hier. Hier ist... Nein, 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 bitte nicht abschießen. Das brauche ich hier. Das ist genau die Menge, die mir noch fehlt. Dankeschön. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Dia. 2 Dia. 3 Dia. Und da ich die Dias sowieso für nichts brauche, bei mir einfach eine schöne Diamantaxt, damit ich eine schöne Waffe habe. Dann machen wir hier ein Eisenschwert. Jetzt sind hier ein Kürbis hin. Das kann hier eigentlich alles rein. Das brauche ich nicht. Dann nehme ich mir hier ein Eisen. Dann machen wir uns eine Schere. Zack. Und es ab. Und jetzt brauchen wir nur noch den Grasblock. Und da es Nacht ist, müssen wir jetzt nur noch auf einen Enderman warten, der einen Grasblock in die Hand nimmt. Und dann haben wir das Game eigentlich schon so gut wie gewonnen. Oh, rot fehlen noch 2 Sachen. Ja, okay. Oh nein, sind das da vorne Kürbisse? Ich flipp aus. Da sind auch noch Kürbisse. Ich bin da umsonst gerannt. Aber doch, da drüben bin ich lang gerannt. Wieso habe ich das nicht gesehen? Egal, dafür habe ich gleich das Eisen mitgenommen. Nee, das ist eine Hexe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, in dem Modus Enderman sind hier eine seltene Spezies. Jetzt sehe ich noch ein schwarzes Schaf. Das gibt's ja nicht. Wenn wir einmal können, wenn Creeper hochgehen, können die... Ach Gott. Droppen die? Nee, nur Erdblöcke. Ich meine, dass sie auch mal Erdblöcke gedroppt haben. Da ist nochmal ein Creeper. Mit dem probiere ich jetzt nochmal. Ich hoffe mal, funktioniert. Und wieder nur Dirt. Da hier könnte locker irgendeine Agentenhöhle drin sein. Ich finde literally keinen Enderman. Ich finde einfach keinen Enderman. Was ist denn das? Und das Problem ist, die Nacht neigt sich langsam dem Ende. Da ist ein Enderman.
Das ist ein Enderman. Jetzt muss er nur noch einen Grasblock in die Hand nehmen. Bitte, nimm einfach einen Grasblock in die Hand. Jetzt kommt der Creeper da. Ich gehe durch. Bitte nimm nicht den Dirtblock. Das Ganze hatten wir schon mal. Du nimmst jetzt statt dem Dirtblock einfach den Grasblock. Guck mich nicht so an. Nein, ich guck dich nicht an. Du nimmst jetzt den Grasblock in die Hand. Los, mach. Mach schon. Warum seid ihr Viecher so dämlich? Ich baue jetzt extra hier den Grasblock ab. Damit der den nicht... Nee, Sand auch nicht. Das. So. Jetzt nimmst du meinen Kack-Grasblock bitte. Oh, da ist noch ein zweiter Enderman. Aber der hat auch nichts in der Hand. Zum Glück verbrennen die nicht. Das heißt, ich habe noch eine Chance. Komm schon, du alter Sack. Jetzt mach... Oh, yes! Yes! Yes, komm rein da, rein da, rein da. Rein da. Geh in das Kackboot rein. Yes! Dankeschön. Und gewonnen. GG. Damit habe ich jetzt die untere Reihe fertig. Und der Rest war gar nicht mal so weit. Ich habe eigentlich recht gut gewonnen, muss ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Wie gefällt euch der Modus? Wollt ihr sowas öfters sehen? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst halt eben ein Like da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von sonst was wieder. Nächsten Dienstag um 17 Uhr. Damit ihr es nicht verpasst, abonnieren, Glocke aktivieren. Und ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren Video wieder. Haut rein und ciao, Leute.